jetzt einschaltet, dann geduldet noch 2 Sekunden, geht sofort los. Ich warte noch auf den Live-Feedback von YouTube. Der müsste in wenigen Augensekunden da sein. Wir warten noch kurz. Und damit sind wir jetzt offiziell noch live. Herzlich willkommen, liebe YouTube-Fans. Mein Name ist Marco Lorenz. Herzlich willkommen zu YouTube Live. Ja, der Name ist Programm. Wirklich alles live. Hier ist nichts aufgezeichnet. Es wird live moderiert und so weiter. Es wird live unterhalten, ohne Zwischenschnitt und was da alles geben mag. Ja, großes Hauptthema ist heute die Nacktshow auf RTL. Was ist die Nacktshow? Natürlich Adam und Eva. Diesmal mit Promis im Gepäck. Ja, die letzte Show war ja mit allgemeinen Normalos, also Bürger wie du und ich. Diesmal sind auch Prominente der B-Klasse mit dabei. Ist nicht meine Aussage, ist eine Aussage einer großen Tageszeitung. Prominente der B-Klasse sind dabei. Ja, und jetzt mal für alle, was ist heute? Adam sucht Eva oder die große Nacktshow bei RTL. Ja, Fakt ist, die Show läuft jeden Tag, warum auch immer. Obwohl diese Sendung schon im Sommer aufgenommen wurde. Also im Sommer wurde die Staffel schon komplett aufgenommen. Jetzt läuft sie bei RTL jeden Tag, immer so gegen 22 Uhr und irgendwas. Oder mal später. In dieser Show Adam sucht Eva, die Nacktshow auf RTL, ist wirklich alles zu sehen. Von den Frauen die Brüste und das untere Geschlechtsteil, von den Männern die Brüste und das untere Geschlechtsteil. Oh Gott. Ne? Ist wirklich eine, also für Männer eine perfekte Wichsvorlage, für Frauen, um zu gucken, wie sehen andere Frauen vielleicht aus. Ja, kurz zu meinem Kanal. Ihr seht ja hier den Namen YouTube Live. Wenn ihr auch mal live mit dabei sein wollt und live mit mir drüber diskutieren wollt, über irgendwelche Formate, über irgendwelche Sendungen oder wie auch immer, ganz einfach oben rechts abonnieren und die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr sofort Feedback, wenn die Sendung live on air ist, so wie jetzt gerade um 11.18 Uhr. Wir haben heute wieder nur ein kurzes Thema, deswegen auch, wenn jetzt aktive Leute mitmachen, mitreden wollen, du musst das Thema gerne noch ein bisschen strecken, weil jeder kann gerne sein Meinung loswerden. Ansonsten Abo sichern und ihr bekommt alle wichtigen Informationen sofort live mitgeteilt. Wie gesagt, was ist Adam sucht Eva? Diese Nacktshow. Es ist mittlerweile schon, ich glaube, die 2. Ausgabe auf RTL, die zu sehen ist. Und es handelt sich darum, man kann sich für diese Sendung natürlich, wie immer, bewerben. Die Leute, die dann daran teilnehmen dürfen, bekommen einen Vertrag vorgesetzt und es ist wirklich Pflicht. Ja, es ist nicht nur so ein Motto, ihr könnt, sondern ihr müsst. Ihr müsst in der Show nackt auftreten. Das heißt, die Show wird dann so arrangiert, dass sie quasi mit einem Boot dahin schippern zu einer Insel, na, wo sie quasi paddeln müssen, je nachdem, was kommt. Jetzt bei der neuen Staffel, die Normalos müssen paddeln, die Promis werden mit einem normalen Boot rangefahren, wo sie auch ein bisschen schwimmen müssen, aber von außen müssen die jetzt ran paddeln. Die Normalkandidaten müssen erst symbolisch erst sich hinrudern, hinpaddeln. Erzählen die Normalos oder auch die Promis ein bisschen über sich. Ja, schönen guten Tag, mein Name, zum Beispiel jetzt, mein Name ist Marco Lorenz, ja, ich bin Einzelhandelsfachmann, bin schon seit 3 Jahren Single, boah, und versuche jetzt über diesen Weg eine neue Liebe zu finden. Es geht von Art her darum, Adam sucht Eva, wie es ja schon heißt, Adam, Eva, biblische Kandidaten suchen auf einer Insel mit ausgewählten Kandidatinnen, und also es sind nicht nur Frauen da, es sind auch Männer da, und da versucht man quasi im puren Nacktsein, versucht man da diese Leute kennenzulernen und sich vielleicht zu verlieben. Die Möglichkeit besteht ja, also ist ja verlieben, allgemein, man kann sich überall verlieben, man könnte ja auch beispielsweise sagen, wenn ich draußen im Shoppingcenter einkaufen gehe, besteht da auch die Möglichkeit, dass man sich verliebt. Man sieht eine Kandidatin und sagt, oder Kandidatin, man sieht einen Menschen und sagt, ich verliebe mich. Dafür ist die Sendung direkt gedacht. Adam sucht Eva. Läuft mit Absicht mit später. Früher kam es sogar schon gegen 21 Uhr, glaube ich. Wo ich mir schon dachte, du, das ist ein bisschen früh. Da sind noch keine Kinder wach und so weiter. Jetzt schon Muschi und Pimmelmann TV. Nicht gerade das Wahre. Jetzt kommt Muschi und Pimmelmann TV. Die Nacktshow auf RTL. Immer erst so 22, 23 Uhr. Ich kenne die Sendezeit nicht ganz genau. Müsst ihr mal gucken. Aktuell läuft die Sendung noch. Nicht jetzt. Aber gerade immer jetzt abends auf RTL. Ich glaube, 7 Folgen gibt es oder sowas. Also mit meinem Programmierer sagt nur 7 Folgen erstmal.
exklusiv diesmal auch mit prominenten Gästen. Und da kommen wir ja gleich zu den Gehältern, die gezahlt werden. Weil es natürlich auch interessant, was verdienen die überhaupt da? Gehen sie freiwillig rauf, ohne einen Euro dafür zu bekommen? Oder kriegen sie dafür Geld? Das ist das Grundprinzip Adam und Eva. Man bewirbt sich, wenn man ein Single ist und mit der Hoffnung, dass man vielleicht auf dieser Insel einen Kandidaten findet oder eine Kandidatin findet, in die man sich verliebt, in die man die Person nackt sieht. RTL hofft natürlich auch so in die Fieber bei Big Brother. RTL hofft natürlich auch ein bisschen mehr. Nicht nur, dass mehr Leute zuschalten, weil man halt man kann alles sehen. Ne? Davon hofft RTL, hofft allgemein auf Zuschauer. RTL macht das nicht aus reiner Nächstenliebe, logischerweise. RTL will damit natürlich Zuschauer gewinnen, viele und irgendwas, also quasi alle, die gerne Free TV, Muschi und Pimmelmann TV gucken wollen. Dafür ist die Sendung hauptsächlich gedacht. Und das ist meine eigene Meinung. Ne? Jeder dazu seine eigene Meinung. Vielleicht gibt es auch einige Fans unter euch, könnt ihr gerne in den Kommentaren nachher unterschreiben, wegen ihr sie gerne Sendung. Wir nehmen sie uns auf, aber nur im Grund, weil wir sie nachher uns auch angucken, aber also von groben her, mich reizt es ja nicht groß. Ist ja genauso, wie ich das mittlerweile nebenbei mitbekommen habe, dass auch Supertalent läuft und was für ein Schmatteradatsch alles auf RTL. Ist ja typisch, wie gesagt, immer schon gesagt, unser Hartz-IV-TV. Und jetzt, wie ist ein Grundprinzip? Adam und Eva, Single bewirbt sich, oder eine Singeline bewirbt sich, eine Frau bewirbt sich, wird ausgewählt, paddelt dann mit dem Boot zur Insel hin, zieht sich aus und sagt, ja, Tag und so weiter und schwimmt dann auf der Insel und läuft umher und findet halt die Liebe des Lebens. Die Insel ist natürlich warm. Nachteil für die Kandidaten, aber das steht im Vertrag halt drin, dass die Kameras bis zu 24 Stunden live laufen. Es sind auf der ganzen Insel Kameras angebracht, außer auf den Toiletten. Also wenn man da pimpern möchte, ja, man sagt, die Person ist so geil, ich muss unbedingt, oder ich habe so ein, wir jetzt nicht weiter vertiefen, aber man könnte dann theoretisch aufs Klo gehen, da sind keine Kameras angebracht. Ansonsten ist die ganze Insel theoretisch, wird sie 24 Stunden, wurde da 24 Stunden aufgenommen, oder bis zu 24 Stunden wurde aufgenommen, plus ein Kamerateam vor Ort, die mit Kamera umherlaufen. Es gibt natürlich auf dieser Insel auch Regeln, die einzuhalten sind, wie meinetwegen, man muss nackt sein, oder auch man darf bestimmte Bereiche nicht ohne Erlaubnis verlassen oder betreten. Das sieht man so vor den Kameras nicht, weil es wird davor gesprochen. Es gibt meinetwegen auch einen Gemeinschaftsbereich auf dieser Insel. Und dieser Gemeinschaftsbereich darf du mit Erlaubnis des Drehteams, was vor Ort ist, dann quasi den Bereich verlassen. Hat den Grund logischerweise, man will natürlich so viele Nacktbilder wie möglich einfangen. Alles schön zentriert auf einen Punkt. Weil die Insel hat natürlich auch eine gewisse Größe. Und wenn man den Leuten sagt, macht mal ihr Gedan und auch macht doch, was ihr wollt. Ja, woher soll denn RTL oder das Kamerateam denn die Bilder nehmen, um das den Zuschauern bieten zu können? Deswegen ist ein zentraler Punkt und der darf nur mit Erlaubnis verlassen werden. Klingt doof, ist aber so. Ja, da schon mal von groben her, es gibt verschiedene Gehaltsklassen bei RTL. Gerade jetzt auch, weil die Promis da sind. Und es gibt natürlich auch für die Promis wortwörtlich Voraussetzungen, die daran teilnehmen wollen. So ähnlich wie beim Dschungelcamp. Darüber haben wir jetzt aber keine weiteren Informationen. Wir haben jetzt quasi nur Informationen gerade jetzt über diese Insel. Also, Sinn und Zweck ist, man verliebt sich da, man hat dann quasi Aufgaben, die im Teambereich erfüllt werden müssen. Wie ein Aufgabenbereich aus der ersten Folge. Wo merkt ihr jetzt? War beispielsweise so gewesen. Da ist beispielsweise auch die Sarah Joel mit drin. Die Sarah Joel ist das sogenannte, ich hätte es vorher nicht gewusst, ich hätte auch Sarah Joel gar nicht gekannt, davon abgesehen. Die Sarah Joel ist die, ich habe gerade Spitznamen mal vergessen, Pocherluder, Dankeschön. Sarah Joel ist das Pocherluder, das sogenannte Pocherluder. Ich habe den Namen nicht erfunden, das hat RTL oder wer auch immer selbst erfunden. Oder allgemeine Presse. Sagen wir mal so, von den ganzen Promis, die da sind. Promis, ich habe das Thema Promis schon mal in älteren Folgen schon mal erklärt. Da müsst ihr euch mal durch die Videokategorie mal durchdenken.
weil ich hatte ja von unseren deutschen Promis sowieso nichts, weil Promis wären das nur für mich, wenn sie auch in Übersee gekannt werden, wenn quasi ein Jara Joel in New York aufläuft und sagt, Autogramm, Autogramm. Das wird ihr theoretisch nie passieren, wenn hier auf einmal ein Robbie Williams bei uns durch Rostock durchlaufen würde, die würden alle den Hacken kennen. Also ich sage ja, unsere Promis in Deutschland sind ja sowieso keine wirklichen Promis. Schwamm drüber, den hatten wir schon mal gehabt, in der älteren Form können wir vielleicht später nochmal aufgreifen, wenn ihr mögt. Jara Joel ist ja das Wochenende und die hatten das erste Aufgabe gehabt. Das war eine reine Frauenaufgabe, das mussten nur die Frauen machen, die auf Insel waren. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren drei Frauen auf Insel. Das finde ich, glaube ich, eine oder zwei Frauen, müssen wir mal nachgucken, wie wir. Da waren drei Frauen auf Insel und da war die Aufgabe gewesen, wo wir es überlegen, die Frauen mussten schwimmen gehen zu einer Boje oder irgendwas, was dann im Mittel des Wassers war, drumherum schwimmen. Und da hat sie auch nur, oh nee, ich mag keine Schwimmen und so weiter. Aber waren jetzt am Schluss noch die Gewinnerin beim ganzen Spiel. Also, sie mussten schwimmen, da hat es Pocholula wirklich Gas gegeben. Dann waren da Seile, so wie in der Bundeswehr, so tief gemacht und die Frauen mussten unten durchkrabbeln. War Sarah Joel auch die schnellste. Und dann mussten die einen Löffel auf den Ei drauflegen, über ein Holzbrett laufen, was dann umkippt, und dann das Ei in eine Schale ablegen und dann gewonnen! Der Gewinn bei dem ersten Spiel, und da flogen dann die Eskadaten raus, aber das ist ja der Sinn dieses Spiels. Der Gewinn beim ersten Spiel war, dass die Gewinnerin, in diesem Fall Sarah Joel, mit allen Männern, die da waren, waren die Moment erstmal nur zwei gewesen, mit allen Männern, die da waren, durfte sie auf die sogenannte Liebesinsel. Die Liebesinsel ist ein von der Insel her nochmal ein separater Ort. Und da hat man alles. Da hat man einen Whirlpool, man hat Strom, man. Also auf der anderen Hauptinsel hat man nichts, kein Strom, kein Fernsehen, kein Internet, kein nichts. Man ist wirklich nur nackt und hat einen Schlafbereich, der überdacht ist ein bisschen. Gut, Essen von RTL, aber ne, nichts an Luxus. Kein Strom, kein Internet. Logischerweise kein Strom, kein Internet, ist ja klar. Auch kein. Gut, bei Toilette weiß man, dass es eine Spültoilette ist. Aber ich denke mal, es ist spontan nicht, wird ein Plumpsklo sein. Aber sogar auf der Liebesinsel hat man dann alles. Da hat man einen Wasseranschluss, da hat man wirklich einen normalen Wohnraum, normalen Luxusbereich. Ja, und da hätte Sarah Joel mit zwei Kandidaten rauf gekonnt. Aber Sarah Joel war von den beiden Kandidaten nicht so ganz begeistert, diese Dame. Da dachte sie, nee, ob das was für mich ist, das weiß ich nicht. Und deswegen hat dann Sarah Joel ihren Gewinn an eine andere Frau weitergegeben, wo sie zumindest wusste, diese Frau hat Interesse an diesen einen Mann. Wo es von beiden Männern zwar auf der Liebesinsel, aber... Liebesinsel, es besteht auf der Liebesinsel natürlich auch die Möglichkeit, ein Schäferstündchen zu halten. Problem, was Schäferstündchen ist, auch die Liebesinsel ist natürlich kameraüberwacht, aber es lief da sowieso nichts. Wir saßen da beim Essen, mussten diskutieren, die Männer hat wie man aufgestoßen beim Essen und so weiter, die Frau hat sich aufgeregt. Ich meine, bei einem Date ist es ja auch ein bisschen hinderlich, sag ich mal so, wenn da auf einmal der Date-Partner da ein vorrührt. Wäre mir genauso angenehm, wenn, ich sag mal ganz dreist, wenn ich jetzt ein Date habe mit einer Frau und die Frau wechselt vor mir IOB. Ist jetzt übertrieben gesagt, aber zum Beispiel, ne? Oder die Frau rübt es mir einen vor, oder die Frau kaut Fingernägel, oder ich habe ein Date und die Frau ganz halt nur bedeckt mit dem Handy ganz Seite, wie auch sagen, ey, Schnalle, hast du was? Ja, die Männer haben sich ein bisschen komisch benommen, die Frau hat sich darüber beschwert, dann war die Nacht erstmal stumm gewesen, am nächsten Tag haben sie einigermaßen vertragen, und dann musste sich die Frau entscheiden, mit wem wie die Frau vielleicht ins Reich der Liebe zurückkehren, also quasi die Insel verlassen und sagen, das ist mein Mann, mit dem will ich vielleicht mal zusammenleben, oder das ist nicht mein Mann, der kann zurück auf Insel. Ja, da war ein Typ, der musste zurück auf Insel. Für mich wäre das auch spontan gar kein Typ, in dem ich verlieben würde, davon abgesehen, weil der Typ sieht, ich weiß nicht, ich sag mal so, arrogantes Arschloch, okay? Und der andere Typ, der durfte, also einer muss zurück auf Insel, einer durfte da bleiben. Das war dann quasi das Gewinn des Spiels, dann haben sich beide Pärchen angezogen, separat, und dann durften sich nochmal angezogen nochmal sehen. Dann haben sie so einen Laufsteg, wandern da aufeinander zu beim Laufsteg, müssen dann stehen bleiben, und da haben sie die Wahl. Entweder gehen sie auf den anderen zu, sind die beiden ungestört auf der Insel,
können da ihr Techtelmechtel machen, keine Ahnung. Oder, nehmen wir aufeinander wieder, oder beide drehen sich um, ab zum Boot. Und dann werden sie nach Hause gefahren. Aber der Mann war schon verliebt gewesen, der wollte schon mehr von dieser einen Frau. Aber die Frau, der Mann guckte nur ganz doof hinterher und sagte, gut, für die Frau war es nicht der richtige Mann gewesen, die fuhr wieder nach Hause. Der Mann, ja, der Mann musste auch nach Hause. Muss unbedingt der Mann zurückkommen. Der Mann muss auch nach Hause. Das heißt, in dem Moment kam dann noch ein Mann zurück zur Insel, zu der Jara Joel und eine andere Kandidatin. Und dann kam natürlich noch, das heißt, es werden immer wieder Leute nachgeliefert. Ne? Kommen immer wieder gesamte Staffel und ein paar Leute nachgeliefert. Man muss ja auch schließlich im Bordschirmbereich die Auswahl haben. Also kamen Leute nachgeliefert. Wieder irgendwelche Promis und auch ein schwarzer, andersfarbiger, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich bin weißer, meine Güte. Kam zumindest auch ein Mann an, ganz einfach, der na, gefühlt Arnold Schwarzenegger mal 3 war, sehr aufgepumpt, aber auch Tänzer und so weiter. Und bei den Aufpumpen sagen, er war auch sehr, sehr von sich, oder er ist sehr, sehr, sehr von sich eingenommen. Er hat sogar für sein Wiesediesel einen Spitznamen. Ich glaube Schlachtschiff und wie, keine Ahnung, wie er es genau nennt. Oder für Willy, ich weiß nicht. Oder zumindest ist der Typ, ich weiß ja nicht, wie es bei euch da draußen ist, ist der Typ so von sich eingenommen, dass er wirklich denkt, er kriegt jede Frau flachgelegt. Er kommt so rein, guckt sich die Sarah Joel an und die anderen Kandidaten, sagt so spontan, gut, das ist eine ehrlich offene Meinung, das ist okay. Ihr seht da wirklich beide sehr geil aus, ne? Also wirklich. So kam der Typ schon an. Die Frauen fanden es teilweise okay. Sagten auch, ja, das ist auch nicht schlecht aus und so weiter. Auch die Sarah Joel war spontan vom Aussehen dieser Person doch ein bisschen geblendet und sagte, aber ist ja kein Promi. Ist ja normaler, dieser andersfarbige. Und zumindest war es dann so zumindest gewesen. Man hat die Charaktereigenarten, das man immer mehr und mehr kennengelernt. Ich sag mal so, wenn man einen Macho sieht, Macho pur. Ne? Macho, Macho Man. Aber ist auch egal. Also das Grundprinzip von Adam sucht Eva. Das wollte ich mal sagen. Grundprinzip Adam sucht Eva. Man bewirbt sich, fährt auf eine Insel, muss sich komplett blank machen. Ne? Also man hat wirklich nichts mehr an, nicht mal mehr Socken. Nicht mal mehr Socken hat man an. Also komplett blank. Und da hat man halt die Möglichkeit, durchreden und so weiter, von RTL vor irgendwie, ich weiß nicht genau, wie sie das Auswahlverfahren machen, eine Person kennenzulernen, wie es ist, auch ein Fußballer, glaube ich, da, ein Ex-Fußballer, so ein großer, nee, Entschuldigung, ein Richter oder sowas sein, ein Richter, wenn sie jetzt sagen, sehen, Herr Richter, sorry, ich kann nicht alle Namen nennen, erkennen. Du wirst in der Zeitung gucken, wie der Richter heißt, steht bestimmt drin, aber ist auch egal. Da ist auch ein Richter drin, etwas ältere Generation, bei der ersten Folge, war spontan für diesen Richter natürlich keine Frau mit dabei, weil er war schon ein älteres Gemächt und die Frauen, die da waren, waren jung. Was ich wieder persönlich süß finde, wo wir ja sagen muss, typisch Promis. Die hatten auch eine Aufgabe bekommen, da konnte man so einen Typ mit der Muschel bauen, pustet da rein und da wissen die, ah, neue Aufgabe oder keine Ahnung, Lotto gewinnen. Und die hatten da eine Aufgabe, hat auch einen Stuhl zusammenzubauen, einen ganz normalen Holzstuhl. Gut, wenn er bescheidenen Bauern hat und will noch per Hand mit Schnüre ziehen und so weiter. Erst wollten das der Normalo und die Normalo gemeinsam machen und die Sarah Joel sagte, nee, das mache ich nicht. Dann wollte die Sarah Joel abwaschen gehen, hat man Abwaschen bekommen, das Geschirr ist nass. Also daran hat man schon mehr gesehen, dieses typische Promi-Verhalten, so ein Motto, ich bin reich, ich muss nichts machen, ich habe für alles meinen Diener. Ich gehe da nicht arbeiten. Und das ist natürlich auch RTL, logischerweise, sie müssen ja die Promis für die Sendung ein bisschen anwerben. Ja? Und also muss RTL auch für die Leute ein bisschen Geld bezahlen, damit sie reinkommen. Ist beim Dschungelcamp genauso. Ich habe über Dschungelcamp aber keine genauen Daten. Ich weiß nur, beim Dschungelcamp, das haben Tausende von anderen Leuten auch gesehen, was wurde auf RTL öffentlich gezeigt, dass sie da eine Promis hingestellt haben, die Promis in Deutschland, wie gesagt, das Thema hatten wir schon, Promis in Deutschland, ja. Ich weiß nur, dass Promis in RTL in Deutschland sich hingestellt haben, oder einer hat gesagt,
Also unter 10.000 Euro mache ich sowieso nichts mehr. Irgend so ein Luschi, der einmal bei RTL irgendwo aufgetreten ist oder keine Ahnung, was für eine Kackshow, der einmal im richtigen Fernsehen war, sagt jetzt auf einmal, unter 10.000 Euro tue ich hier nichts mehr, ne? Also quasi kann man schon von ausgehen, dass sie keine Daten beim Dschungelcamp, die ganzen Promis, alle zumindest 10.000 Euro versprochen bekommen haben. Mindestens sage ich extra, weil ich weiß die Daten von dieser Nacktshow. Und das ist keine Lüge. Ihr könnt die Daten auch selber nachlesen. Die Daten, die ich euch gleich erzählen werde, stehen in der aktuellen, oder wenn wir auf dem Wochentag, wir haben gestern Feiertag, steht in der aktuellen größten Tageszeitung Deutschlands drinne. Da stehen Daten drin, falls ihr mir nicht glaubt, weil ihr denkt, ach, der Lorenz, der erzählt doch irgendwie Schwachsinn. Nein, es ist wirklich so, die Daten stehen in der größten deutschen Tageszeitung drin, auf Seite 4. Auf Seite 4, das ist ganz großes Bild, da sind die Kandidaten noch abgebildet mit dem Kleeblatt. Ich zeige euch mit Absicht diese Seite jetzt nicht. Nicht wegen Jugendschutz, sondern quasi, weil ich nicht weiß, wie es diese Tageszeitung mag, wenn ich quasi da zeige, daher habe ich den Artikel. Ne? Ich erwähne das schon, das müsste eigentlich schon genug sein. Da weiß man schon Bescheid eigentlich. Also ja, bei Dschungelcamp kann man von ausgehen, die hatten schon alle über 10.000 Euro verdient und mehr oder weniger. Ich meine, müsste ich ja theoretisch genauso machen, ne? Ich meine, ich war noch nicht bei RTL gewesen, in irgendeiner Show, in irgendeiner roten Teppichbereich oder irgendwas. Aber ich kann es mir sagen, ich war schon mal beim NDR für eine Minute, zwei Minuten zu sehen. Für einen Beitrag, mein Kind wurde morgens geweckt, wisst ihr ja vielleicht, wenn ihr meinen Berichten täglich folgt. Mein Kind wurde morgens geweckt. Und dann müsst ihr ja theoretisch sagen, du pass auf, ich war jetzt ja theoretisch auch schon Fernsehen. Das heißt ja eigentlich, wenn ich nach RTL gehe, bin ich ja auch schon mindestens ein B-Promi jetzt. Ja, ich bin regelmäßig auf YouTube online, live sogar mittlerweile. YouTube live heißt es schließlich auch, live, nicht aufgezeichnet, wirklich live. Wenn ihr es in Sendung im Nachhinein seht, ist es natürlich aufgezeichnet, denn logischerweise. Aber zum derzeitigen Zeitpunkt, 11 Uhr und ein paar Zerquetsche, sind wir live drauf. Ja, also ihr könnt da jederzeit einfach nur abonnieren, die Glocke. Und ihr seht live und ihr könnt live mitdiskutieren. Also, zu mir, was ich sagen wollte, ich bin ja theoretisch auch schon jetzt ein B-Promi, ne? Eigentlich so gesehen. Ja? Weil es gibt noch viel größere YouTuber und so weiter. Aber es gibt nämlich so viele YouTuber, die mal kurz im Fernsehen waren. Ich war schon mal zwei Minuten im Fernsehen. Bin ich ein B-Promi? Natürlich nicht. Weil 10.000 Euro. Das ist ein Witz. Da versteht ihr mal auf. So. Das muss schon mehr sein. Aber gesagt, wie kann man schon als deutscher Promi, wie ich mir schon sage, so arrogant sein und vornherein sagen, für 10.000 Euro stehe ich noch nicht mehr auf. Bringt gar nichts. Zu dem Motto, die werden in Saturnmarkt eingeladen zur Autogrammstunde. Ja, aber dann 10.000 Euro kostet das aber, ne? Weil denk dran, mein Name, ne? Ich koste Geld. Und von den ganzen Leuten, die jetzt im Dschungel erstmal gewesen sind, von wie vielen hört man noch was? Außer ihr seid ständige RTL-Seher, den hört ihr viel von dir. Aber sonst in der Presse. Wieder. Die ganzen Promis, die jetzt bei Adam und Zucht Eva mit dabei sind, außer zwei oder drei Leute, die den Pierre Kussmark und den Richter von Sehen kenne ich ihn auch. Das sind die einzigen beiden, die ich von Namen von Sehen ja schon mal gesehen habe. Ob ich die jetzt in der Öffentlichkeit erkennen würde, weiß ich nicht. Aber das sind mir zwei Namen, wo ich sagen muss, die kenne ich. Und die andere hat wieder diese Sarah Joel oder Leo Bartsch oder Pierre Kussmark oder Janina. Ist von der Band, glaube ich, die junge Frau gewesen. Gerade an die S-Bow zurückrennen. Aber ansonsten, auch die Jara Joel. Ich würde sie niemals in der Öffentlichkeit erkennen. Ich meine, jetzt habe ich sie zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder im Fernsehen gesehen. Aber ich glaube, für die mir hier, wo ich wohne, über den Weg laufen. Ich würde an der Frau vorbeilaufen und sagen, da schön. Erstmal die Haare, wie kann man so eine hässliche Haare haben? Aber das ist eine andere Sache. Ich habe schließlich auch lange Haare, aber meine Haare sind echt. Bei ihren Haaren gehe ich von außen lang, wie die sind und so jung wie sie ist. Das stimmt irgendwann nicht. Aber scheißegal, diese langen Extensions, die dran sehen einfach nur hässlich aus. Privatmeinung. Ne? Jeder hat seine Meinung. Gibt eine Meinungsfreiheit in Deutschland.
Man darf es öffentlich kundtun, aber ich tue quasi die Person damit nicht direkt einschwärzen, ich tue irgendwas. Ich tue mal kurz irgendwas. Ich sehe, ich habe meinen Hund hier unten, weil ich habe die Kameraperspektiven mal gewechselt. Mein Hund hier unten hat kein Wasser im Napf. Oh, er hat was drin, nicht mehr viel. Ich filme kurz nach und danach kommen wir gleich hin zu dem Thema, was überhaupt diese Leute bei Adam sucht Eva. Schaut doch mal rein bei RTL, vielleicht gefällt es euch ja, was die Leute da verdienen. Ich hole euch mal kurz Wasser. Für den Hund. So. Also, es gibt natürlich bei dieser neuen Ausgabe, herzlich willkommen noch kurz hier für alle bei YouTube Live mit Marco Lorenz. Es gibt natürlich bei dieser neuen Ausgabe wieder von Adam und Eva Auflagen. Logischerweise, ne, diesmal zum ersten Mal sind noch Prominente mit dabei, auch die haben Auflagen zu erfüllen. Und mit den Prominenten werden natürlich auch Gagen vereinbart. Über die kommen wir gleich zu sprechen. Und diese Gagen werden natürlich nicht auf einmal gezahlt. So wie ähnlich für mein Dschungelcamp, da kriegen sie auch nicht ihre 10.000 Euro sofort ausgezahlt, sondern die müssen quasi Sachen für erfüllen. Weil kann ich sagen, dass meinetwegen jetzt Dieter Bohlen in den Dschungel geht und nach einem Tag oder nach 10 Minuten sagt, ich hau hier ab, ich bin ein Star, hol mich raus. Und dann kriegt er sein volles Gehalt in der geblasen. Nein. Die haben natürlich auch Voraussetzungen zu erfüllen. Auch dieselben wie jeder Normalo. Dschungelcamp kommen keine Normalos rein. Noch nicht. Finde ich eigentlich schade, dass da keine Normalos rein dürfen. Da kommen nur unsere Promis rein. Ich würde gerne mal reingehen, Dschungelcamp. Also wenn, liebes RTL-Team, wenn ihr das Video zufällig entdecken solltet, euch ansehen würdet, ich wäre gerne zu bereit. Wollt ihr ein Normalo im Dschungelcamp drin haben? Ich stehe bereit, abrufbereit. Also jetzt, wie gesagt, die Daten, die ich euch jetzt verrate, könnt ihr auch nachlesen in der größten Tageszeitung, die es in Deutschland gibt. Heute am Dienstag, den 4.10. auf der Seite 4, also 4, stehen diese Daten drin. Und für alle, die die größte Tageszeitung nicht gelesen haben oder auch allgemein nicht lesen, jetzt die Hintergrunddaten für euch. Also, es wäre natürlich, ob Normalos oder irgendwas, die bekommt natürlich ein Antrittsgeld, Drehgeld, wie auch immer. Und diese Sachen sind gestaffelt. Meinetwegen, um auf die gesamten 100% zu kommen, von dem Gehalt, 20% von der vereinbarten Summe erhalten die Leute, ich sag's mal so als Leute allgemein, ab Vertragsunterzeichnung. Also Vertrag unterzeichnet, jupp, ich will in den. Die Beifahrer sagen wir auf die Insel, Adam und Eva, gibt es nochmal 20% von den 100% von der verhandelten Gage. Nochmal 20% gibt es, wenn sie ihren Vertrag auf euch erfüllen. Das heißt, sie steigen in das Boot, fahren rüber auf die Insel, machen sich nackig und lassen sich bis zu 24 Stunden von Kameras filmen. Das bis zu habe ich auch in der Zeitung entnommen. Ich weiß nicht genau, wie der fällt, ob der wie 24 Stunden das aufnimmt oder vielleicht. Doch, sagen wir so, 5 Minuten Drehpause haben, weil sie die Kamerabilder wechseln müssen. Weil 5 oder ist, ich weiß es nicht. Hab's du nur entnommen aus der aktuellen Tageszeitung? Dass sie bis zu 24 Stunden live aufgenommen werden, steht extra so drin. Bis zu. Also, Abvertrag 20% für die Leute und nochmal Abunterzeichnung 20% für die Leute. Und wenn die Leute denn den Vertrag erfüllen, komplett erfüllen, also bis zum Auszug, bis sie wie ich. Ich wollte sagen, rausgeworfen werden, die können nicht rausgeworfen werden, aber bis meinetwegen, als allgemein für die vorbei ist, das heißt, wir ab nach Hause fahren, dann bekommen sie nochmal von diesen Geldern, die sie vorher vereinbart haben, 60%, quasi 20, 60, ergibt 100, dann haben sie 100% erst gehalten. Davor wären es quasi nur 40%, so sichert sie RTL einigermaßen ab. Aber ich sag mal so, die Promis, auch wenn die schon nach den 40% abhauen sollten, oder auch nach den 20% schon, die haben trotzdem ein bisschen schönes Geld verdient. Wir haben hier aber leider oder Gott sei Dank nur 4 Namen von Promis. Entweder wusste die Bild nicht mehr oder hat nicht mehr rausgekriegt. Jetzt habe ich gerade auch den Namen der Zeitung verraten. Entweder wusste die Tageszeitung nicht mehr, wenn man mir so die Zeitung heiß spult, das bin ich ja kurz zurück.
wieder Kandidat. Man wird bei Adam sucht Eva, kann sich ja jeder bewerben, wie der Normalo. Ist nicht so wie beim Dschungelcamp, sondern das kann wirklich jeder an dieser Nacktshow bei RTL dann teilnehmen. Jeder normale Kandidat erhält in der Staffel 2020 60, gesamt gesehen Normalos, 2500 Euro. Wo ich eigentlich sagen muss, 2500 Euro für einen Dreh, was zwei Tage dauern kann, was einen Tag dauern kann, oder auch ein bisschen eine Woche dauern kann, 2500 Euro wäre mir als Normalo aber auch schon allgemein zu wenig, weil man muss das Sterne gehen, man macht sich nackig und die Bilder darf RTL natürlich noch auch nach der Show weiterverwenden. Und zweitens, ganz soll ich schon wenig sagen. Also, sagen wir so, die Leute, die die Sendung sehen, sehen einen ja auch nackt. Ja, das heißt, jeder, der mich kennt, weiß, wie ich nackt aussehe. Und ich muss persönlich sagen, für 2500 Euro muss nicht jeder wissen, wie groß meine Brüste oder wie lang mein Pipan ist. Also da wäre für mich 2500 Euro schon mal zu wenig. Aber wie gesagt, manche normales wollen und die hoffen ja auch damit auf die große Liebe. Also, 2500 Euro bekommt ein Normalo. YouTube Live, herzlich willkommen. Bekommt ein Normalo beim Vertragsunterzeichner nicht. Dann vielleicht 20%, dann nochmal 20%, nochmal 60% später. Bei Beendigung der Dreharbeiten bekommt ein Normalo 2500 Euro. Jetzt kommen wir zu unseren Promis. Wir haben da ein paar Namen erhalten. Ich sag mal so spontan, da wir nur vier Namen haben. Von den vier Personen fangen wir mal an, wer am wenigsten verdient. Auf dieser Insel von Adam sucht Eva. Am wenigsten verdient tut dabei, traurig aber wahr, Pierre Kusmark. Ja, ein bekannter Mann. Ich weiß nicht woher, aus dem Fernsehen sich halt, aber Pierre Kusmark halt, ne? Ich kann ihn gerade nicht spontan, was er gemacht hat, keine Ahnung. Pierre Kusmark, also eigentlich, ich weiß es, jetzt muss man kurz mal ganz ehrlich bei uns sein, ja? Die Sarah Joel, das Pocherlude, gut, die war bei, wie ich mitbekommen habe, die war bei DRCS, hat teilweise eine Gesangskarriere angefangen, will nach der Sendung, nachdem sie nackt war, ihre Gesangskarriere wieder weiter ausbauen, mehr im Radio laufen und etc. pp. Aber ist auch scheißegal. Die Sarah Joel, für mich ein komplett unbekanntes Mädchen. Eigentlich. Der Pierre Kusmark, da denkt man, sagt fast jeden etwas, wo man sagt, ah, der Pierre Kusmark, ja, schon mal was von gehört. Und dennoch verdient Sarah Joel mehr als der Pierre Kusmark. Obwohl der Pierre bekannter sein müsste oder auch bekannter ist. Ich habe es mir ja auch so. Also, Pierre Kusmark. Laut Bericht einer der größten Tageszeitungen in Deutschland bekommt er, wenn er die gesamte Sendung durchzieht, Adam sucht Eva, 50.000 Euro. Jetzt mal kurz als Normalo, du und ich, die Kandidaten, 2.500. Pierre Kusmark, 50.000. Müssen wir noch was zu sagen? Spontan? Jetzt immer so, würde mir RTL, ich meine, ich bin kein Single und so weiter, also ich muss da auch nicht rein. Die meinen so, ich werde Single, ich bin schon seit 3 Monaten auf Suche nach einem Mädchen und so weiter. Würde mir RTL anbieten, pass auf, hier nicht für 2,5, sondern für 10.000 Euro. Boah, würde ich machen. Aber für 2,5, wie gesagt, allgemein 2,500 Euro, wäre mir zu wenig. Sogar als Prominenter, muss ich jetzt mal so ehrlich sagen, wenn ich jetzt einen bekannten Namen hätte, wie der Pierre Kusmark, hat er einen bekannten Namen. Sarah Joel, ja, der hat keinen bekannten Namen, aber ist auch egal. Also für einen Pierre Kusmark eigentlich 50.000 Euro, finde ich ein bisschen gering eigentlich. Für einen, der wirklich einen Namen hat. Ja? Für einen Sarah Joel, die keinen Namen, aus meiner Sicht, der keinen Namen hat, für die trotzdem nochmal bisschen mehr oben drauf packen. Also, Pierre Kusmark bekommt bei Adam sucht Eva laut Bericht der größten Tageszeitung 50.000 Euro.
Gehen wir mal weiter zu einer Ex-Sängerin, Janina. Ich denke mal, das müsste die sein. Janina. Band weiß gerade nicht mehr ganz spontan. Wurde erwähnt bei der ersten Folge, aber Janina bekommt 60.000 Euro. Schon mal 10.000 mehr als der Peer Fußball. Ja? Da kommen wir zu der Pochel, oder? Sarah Joel. Wenn sie die ganze Sendung aushält, und ich denke mal, das macht sie ja auch, so wie die aussieht, die ist ja gewohnt mit der anderen Nacktfrau, deren Name mir gerade nicht einfällt. Also die ist ja dafür bekannt, dass sie quasi, sie zieht sich auch nicht gerne aus, aber sie hat damit auch nach einer Kampagne. Sarah Joel bekommt 65.000 Euro. Und jetzt kommt der Kracher, also soweit, ich habe nur vier Namen, mehr Namen habe ich da nicht. Jetzt kommt der Kracher von diesen vier Namen. Leo Bartsch. Ich denke mal, dieser Leo Bartsch, das müsste dieser Ex-Tennisspieler sein, dieser Österreicher, oder was das ist. Denke ich mal. Wenn nicht, könnt ihr mir gerne Kommentare reinschreiben. Ich bin offen für alles. Leo Bartsch bekommt für die Sendung Adam sucht Eva, also dass er mit teilnimmt und auch die Sendung bis zum Ende durchziehen muss, Sentiment, bekommt dieser Leo Bartsch 80.000 Euro. Ne? Kann sein, dass der Leo Bartsch früher mal was war oder jetzt auch teilweise noch bekannt ist. Ich kannte ihn auch wortwörtlich. Ich kannte ihn wortwörtlich vor der Sendung überhaupt noch nicht. Entweder weil er nicht mehr in der Fernsehgroßen Sehen war in Deutschland oder hat nur auf RTL. Ne, da kennt man ja die Sarah Joel, würde ich auch nicht kennen, wenn ich nicht zum Beispiel meine Schwiegereltern wäre und die gucken am Smart Speed TV. Da habe ich mal was gemacht, ein paar Holunder und so weiter, aber spontan so. Als meine Frau mal die Sarah Joel ist drin, dachte ich, oh, wer ist das? Sagt mir nichts. Aber ist auch egal. Also, nochmal. Die normalen Kandidaten bei der Adams und Eva Show 2500 Euro, Pierre Kusmark 50 Euro, Janina 60.000 Euro, Sarah Joel auch gleich. Was sagen muss, ich meine, der hat noch einen dritten Namen, glaube ich. 65.000 Euro, Leo Bartsch 80.000 Euro. Hier, ich habe mir extra aufgeschrieben Daten. Sieht man das nicht? Doch, da kommen die Daten. Ah, diese. Normalus 2,5 und etc. pp. 80.000. Also ist eine wirklich hohe Summe, woher wir die Daten haben. Schaut in die größte Tageszeitung, die es in Deutschland gibt. Heute am Dienstag ist dieser Beitrag drin in der Tageszeitung. Auf Seite 4. Müsst ihr mal angucken. Am 4.10. in der größten deutschen Tageszeitung könnt ihr die Daten mal nachlesen, falls ihr denkt, ich ziehe mir da irgendwas aus der Nase raus. Obwohl es in der Regel Popel sind, die ich rausziehe, wenn überhaupt. Ja. Was haltet ihr von dieser komischen Nackedei-Show? Meine Meinung dazu, ganz ehrlich, ja, ganz ehrlich, ich muss so sagen. Da finde ich beispielsweise die Dschungelcamp viel, viel unterhaltsamer. Ob nun Dschungelcamp oder diese andere Sendung, also Eva. Man lernt es mit so beiden Sendungen, die Leute wirklich mal neu kennen, den Charakter. Im Fernsehen tun die Promis ja mal gerne so, ne? Und wenn sie mal so aufgestellt sind, hinter den steht kein Producer hinter und so weiter, merkt man gleich, die Leute sind ganz anders drauf und so weiter. Aber wie gesagt, spontan gesehen, ich mag die Sendung, bin kein großer Fan von Adam sucht Eva. Es ist eine Sendung für Leute, die mal gerne im Free-TV ein Möhrchen sehen wollen oder auch ein Brötchen und dazu noch zwei große Luftballons. Dafür ist die Sendung idealerweise gedacht. Ja, sonst mehr Sendung zu bieten, weil diese zum Verlieben, ob man da wirklich sich verliebt, ist immer so, wenn ich jetzt ganz ehrlich, ich finde, Verlieben ist ein bisschen dahingestellt. Wenn ich da hingehen würde und ich habe da nur zwei Frauen zur Auswahl und ich sage spontan, die gefällt mir und die gefällt mir nicht. Klar kann man sagen, ne? Man sieht manche Menschen und sagen, das sieht gut aus, gefällt mir, das gefällt mir nicht, wenn man auf der Straße unterwegs ist. Und man wäre Single, dann sagt man vielleicht, ja okay, verliebt bin ich jetzt nicht direkt in die Kandidatin, aber sie sieht schon mal geil aus.
Und dann musst du entscheiden, ja, willst du mit der noch ein bisschen länger hier bleiben oder willst du nach Hause fahren? Ach, aus meiner Sicht jetzt, bevor ich gar nichts zu Hause habe, nehme ich erstmal die mit. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt nicht verkehrt, ne? Aber so richtig verlieben kann man sich natürlich nicht. Ich weiß ja nicht, wie er das aussucht, ob sie quasi nach wissenschaftlichen Erkenntnissen das da aussuchen. Dafür ist ein Computeranalyseprogramm durchläuft und sagt, oh, potenziell gesehen, die Team ist und was gibt das, eine Sachen, wo man sowas machen kann, angeblich. Wenn man quasi alle Daten reinschreibt, ja, ich bin Widder, ich bin Jungfrau und Geburtszeit, Haarlänge und so weiter, keine Ahnung. Und dann kommt wie ein Computerprogramm eine Analyse, wo gesagt wird, ah, das wäre der genau ideale Fall. Ich weiß nicht. Na gut, das war's mit dem Thema. Also, Adam sucht Eva, die neue Sendung. Die zweite Staffel. Und diesmal mit prominenten Gästen auf RTL. Noch diese Woche noch zu laufen. Vielleicht werden wir sagen, wo genau läuft. Ein, zwei Wochen. Keine Ahnung. Schaut euch rein. Ich wollte euch nur mal informieren, was die Leute dabei verdienen. Und mal gerne eure eigene Meinung dazu erfahren. Und wir sehen uns dann zur nächsten YouTube Live-Ausgabe. Natürlich hier auf euren Sender YouTube. Euer Lieblingskanal. Wenn ihr keine Live-Folge mehr verpassen wollt oder natürlich auch live mitdiskutieren wollt, habt ihr die Möglichkeit natürlich. Bei einer Live-Sendung kann man natürlich live mitdiskutieren. Wenn ihr live mitdiskutieren wollt, einfach abonnieren und die Glocke hier oben rechts noch aktivieren. Schon könnt ihr live mitdiskutieren, was nun Fakt ist oder was nicht. Ist dann euch überlassen. Also, ich verabschiede mich. Mal sehen, was für ein Thema wir beim nächsten Mal ausgraben. Vielleicht nehmen wir die US-Wahl als großes Hauptthema. Weil ich habe mir jetzt vorgenommen, für jede YouTube-Live-Ausgabe, damit wir auch ein fiktives Thema haben, bei jeder YouTube-Live-Ausgabe ein Hauptthema zu nehmen. Heute Hauptthema, Adam sucht Eva, die wahren Gehälter, was die Kandidaten verdienen. Und beim nächsten Mal vielleicht die US-Wahl, Donald Trump. Wer hat es vielleicht nicht schon gehört? Donald Trump soll angeblich, das ist so eine Bayern von mir jetzt, bei uns interessiert es eigentlich fast gar nicht, wie in Deutschland, nicht in Amerika, Donald Trump soll angeblich mehrere Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Mir ist das persönlich ganz egal. Es ist interessant in Amerika, was da gerade abgeht. Aber wir werden es mal sehen. Wir werden alles für euch verfolgen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal Video. Beim nächsten Mal wieder bei YouTube Live. So ein neues Thema, was ich natürlich jetzt noch nicht weiß, weil das ist ja eine spontane Sache, wo man die Zeitung aufschlägt oder die Nacht hört und sagt, über so ein Thema können wir mal diskutieren. Wer heute in den Kommentaren habt ihr noch die Möglichkeit, euch über Adam und Eva nochmal zu äußern. Sollten wir nochmal ein separates Thema zu haben, meinetwegen, oh Gott, Schockmoment, Sarah Joel schläft mit einem Normalo. Kann ja alles passieren. Wurde ja auch schon behauptet, weil Sarah Joel ist mit einem Kandidaten während der Drehpause ins Wasser gegangen. Haben wir auch nur gehört. Ist während der Drehpause ins Wasser gegangen und kam dann wieder gemeinsam miteinander raus und dabei soll was gelaufen sein vielleicht. Haben wir nicht erzählt? Kommt von der größten Tageszeitung, weil wir haben selber noch keine Pressedirektion, die im Hintergrund läuft. Also, beim nächsten Mal wieder entscheiden. YouTube live. Jetzt auf Abonnieren klicken und die Glocke, damit ihr informiert werdet, sobald YouTube live Sendung am Laufen ist. Morgen kann es passieren. Morgen ist Mittwoch, Donnerstag ist wahrscheinlich nicht. Und jetzt muss ich aber Schluss machen, weil ich muss nämlich zur Arbeit. Schreibt eure Kommentare gerne unter. Was sagt ihr zu Adam sucht Eva? Was meint ihr zu den Gehältern? Sind die Gehälter gerechtfertigt? Für wie viel Geld würdet ihr euch dabei offenbaren bei RTL? Reichen euch auch schon 2.500 Euro? Oder würdet ihr sagen, naja, ein bisschen mehr dafür, damit in Deutschland mal, ne? Ein bisschen mehr muss RTL schon zahlen. Gut, Geld haben die ja genug. Wenn ich schon ein Promi schon bis zu 85.000 Euro mehr zahlen kann. Wir wissen ja noch nicht alle Daten. Aber noch ist die Sendung ja nicht vorbei. Wer weiß, was wir noch herausfinden. Also, bis zum nächsten Mal bei YouTube Live. Euer Marco Lorenz. Abonnieren und teilen, abonnieren und teilen, abonnieren und teilen. Ich mache Klick und sage Tschüss. Bis bald.